Hey Leute, in diesem Video möchte ich euch einmal meine Axt vorstellen, mit der ich bis jetzt gearbeitet habe und auch mit der in einigen Videos noch weiterarbeiten werde. Und zwar ist das die Fiskars X7. Hier einmal ein paar Daten, und zwar schwarz, orange, schwarz, sieht ja auch jeder. Ist die Farbe, hier die Dicke, die Länge vom Kopf beträgt 13 cm. Die Insgesamtlänge vom Stiel bis zum Kopf beträgt 36,5 cm. Die Klinge ist eine antibehaftete Stahlklinge, also die kann eigentlich auch nicht anfangen zu rosten. Der Stiel ist ein glasfaserverstärkter Kunststoffstiel, hier mit so einer Kurve drin, wo man den auch noch schön halten kann, schön Grip in den Händen hat. Das Gesamtgewicht beträgt 600 Gramm, also ist auf jeden Fall nicht schwer, finde ich. Gerade so für kleine Sachen, vielleicht Shelterbau oder sowas oder Wandern gehen. Natürlich für Wandern gehen ist die vielleicht für manche Leute noch ein bisschen zu schwer, aber für mich ist die optimal. Die ist nicht zu lang, nicht zu kurz, nee, auch nicht zu schwer. Wenn man noch eine leichtere Axt haben will, zum Beispiel zum Wandern gehen oder so, wenn man auf Minimalismus zählt, dann ist auch die X5 ganz okay, also eigentlich genauso gut, nur halt kleiner, leichter. Und zum Wandern auch ganz okay, die habe ich nämlich auch und die werde ich auch in einem anderen Video noch testen. Bei der Axt wird auch noch hier eine Scheide mitgeliefert, die hier, also die man hier ein bisschen schräg einführen muss, die Axt. Dann einfach hier zumachen, dann hält das fest, kann man auch am Rucksack festmachen. Oder irgendwo am Baum hier mit diesem Loch, das da ist, irgendwo aufhängen. Hält auf jeden Fall. Ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Videos, Nahaufnahme, und dann spalte ich jetzt noch ein bisschen mit der. So Leute, das war's mit dem Video. Ich habe noch ein bisschen die Axt weiter getestet. Ihr habt gesehen, es läuft alles perfekt. Wenn ihr auch Bock auf diese Axt habt, guckt gerne unten in der Videobeschreibung. Da habe ich auch nochmal alles verlinkt zu der Axt. Ansonsten war's das eigentlich mit dem Video. Bis dann. Tschüss.